So, also wir sind jetzt in diesem Restaurant. Ich glaube, das ist, soll mexikanisch sein, keine Ahnung. Es ist mexikanisch, siehst du nicht? Mexikanisch, ja, man sieht es eh. Es ist Sombreros. Also, da, nein, mexikanisch ist das. Aber da vorne sind diese Elefanten. Nein, nein, mexikanisch, das ist der andere gewesen unten. So, ja, wir haben Condition verlangt und wir haben kalte Handtücher bekommen. Also, kalte, feuchte Handtücher bekommen. Hi. Also, ja, also ich finde eine mega Idee und das kühlt wirklich ab. Also. Wir haben es drauf. Boah. Ja. Ich hab's am besten drauf. Also, Leute. Also, jetzt sehe ich sie jetzt. Ich kann nicht. In ägyptische Autos 8 Personen in einem 5-sitzigen Auto. Na, es ist 4 eigentlich. 5 kann man sitzen. Da vorne sitzen 3. Da ist er, mein Sohn, er. Und wir hinten sind wir alle. Hey! Er muss abholen. Was holt er ab? Seine Sachen. Wir sind jetzt in Dahab. Es ist 22 Uhr circa. Hier ab dieser Zeit, sagen wir so, wie ihr sehen könnt, ist sehr, sehr viel los. Nein.
I need something like that. Ja, aber so lang. Aber the same. The same. Yes. Okay. But but in jeans now. Not like this. No, no. So same like this. Like I can pray with this. Yeah. You don't have the same like this. Ah, yeah. Also ich kann euch eins sagen, die Preise in Ägypten, die haben richtig sind richtig angezogen worden, also sind richtig erhöht worden und es ist, ja, wie soll ich sagen, auf mild ausgedrückt, doch eine Katastrophe. Also die Preise hier, die schocken einen wirklich. Also generell in Hurghada jetzt. So, also ich wie immer die arabischen Zahlen lernen und dann weiß man, was da drauf steht. Das ist jetzt nämlich sehr, sehr wichtig. Ja. Wie gesagt, also die Preise haben richtig ordentlich, sind nach oben gegangen. Ja, es fängt bei Sprit an, weil der Sprit ist mittlerweile, also Benzin, Diesel, ist mittlerweile fast um das Doppelte gestiegen. Also es war, wie ich mich erinnern kann, im Februar 6, 7 Pfund und jetzt mittlerweile 10, 11 oder sogar 13 Pfund haben wir gesehen. Also genau das Doppelte und das spüren Sie. Yalla, geh. Okay.
Az Yusuf. No. I am finished. Geht's auf die Seite irgendwo? Das ist Hurghada El Dahar bei Nacht, liebe Leute, liebe Zuschauer. Wir haben jetzt mittlerweile 11:30 und die Stadt fängt jetzt an richtig zu leben, wie ihr sehen könnt.
Weil das oh Leben mein Gott, ist. Guck dieser Gucker an. Big Hat. Joe, ja, Joe. Joe, Joe. Brennen mich als Joseph. Joe. Hm. Not really. Not really. You broke my plastic heart. 130 Pfund. Komm. Schuhe. On Mars. Ja, jetzt spielt man mit dem Motorrad. S&M. S&M statt H&M. Jo. Wird kein Urheberrecht. Samsung und... Michel. Brüssel. Oha. Ich hätte zum ersten Mal eine. Ach du Heilige. Film noch näher. Geht's weg, sonst nimmst du es mit. Da wird der Bubi schief, schief, Hanna. Nein, ich mach's nicht. So Leute, es ist Mitternacht und wie ihr sehen könnt, lebt die Stadt weiter und es ist immer noch was los in der Stadt.
Fahrrad habe ich mir selber gebrochen. Das hat jetzt offen. Nur dann. Das letzte Mal vorbeigegangen sind, hat es zugehabt. Das war 17 Uhr. Also wahrscheinlich machen die irgendwann in der Nacht auf. Das hat er drauf. Genau. Aber Leute, Leute. Also die Preise, die sind richtig gestiegen hier. Die sind richtig gestiegen. No, no, no. Wait. Komm, yalla. Ich hab genau wie viel sie gefahren, oder? Jo. Das ist so schlimm, war es nicht. Ich war hier, Auto war hier, wir waren so. Nein, von hier gehen wir frühstücken. Ja. Sollten Sie auch schön langsam schlafen, also zusperren. Zu schlafen. Was ist denn? Niederländer? Niederländer. Niederländer ist auch. Sogar mit dem Fahren bist du überfahren. Egal, der geht's weg, Alina. Tot. Du texten. Weißt du. Du texten und fahren. Das ist nicht verboten. Am meisten mit dem Motorrädern.